Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. In der letzten Folge haben wir... Wir gehen doch gleich zum Ausgang. Mensch, ich muss jetzt die Anmoderation machen. Was wippst du denn die ganze Zeit so rum? Am Arsch. Ja, in der letzten Folge haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass die Kroganerin, also eine weibliche Kroganerin, noch am Leben ist und die Genophage vielleicht heilen kann. Oder der Schlüssel zur Heilung der Genophage ist... Ja, die Fresse jetzt hier. Man ist hier, damit sie endlich die Gusche hält. Nein, wollte ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Wir werden auf jeden Fall sehen, was passiert, während Cerberus hier die Basis halt angreift. So. Das sind noch unsere Leute, mehr oder weniger. Kann man hier was machen? Oh. Hauten weg. Oh, da sind noch mehr. Ich schieße schon wieder voll ins Leere. So. Erstmal nachladen. Ich wollte mir eigentlich beim letzten Mal eine neue Waffe besorgen. Ich habe es bloß wieder völlig vergessen. Verdammt. So, hier ist Liara. Der ist weg. Oh, da ist noch einer. Da war einer. Jetzt ist er nicht mehr da. Ich bin auch sicher, dass da noch mehr kommen. Aber wir latschen die ganze Zeit mal rum. Ist noch mehr Feinde. Wo denn? Ich sehe keinen. Ach da. Es tut mir auch leid, dass ich immer so langsam hier laufe, aber irgendwie lässt sich Shepard überhaupt nicht steuern, wenn... Alter. Shepard lässt sich überhaupt nicht steuern, wenn ich sprinte. Das ist total bescheuert, weil er halt überall hinrennt, wenn ich dahin, wo ich hin will. So. Wir werden erstmal die Cerberus-Gruppen hier alle beseitigen. Wow. Erstmal in Deckung gehen hier. Wie war das hier? So und dann... Erste Hilfe. Genau. Ja. Commander, wo sind Sie? Cerberus nähert sich unserer Position. Man aber nochmal ein Mädchen geben. Obwohl das Rennen geht eigentlich. So, machen wir auf hier die Tür. Oh. Hilft er uns? Ihm hat wohl das Essen nicht geschmeckt. Eine neue Anekdote für unsere Memoir. So, dann gehen wir hier rüber. Hüpfen mal hier rüber und dann sammeln wir noch das hier ein. Ich habe gesagt, wir sammeln das hier ein. Schrotflinte, Reservemunition, das ist auf jeden Fall immer gut. Bloß benutze ich keine Schrotflinte. Aber vielleicht wäre das mal für ein anderes Teammitglied was. Oh, Tankstatus. Das heißt, wir müssen uns jetzt... Oh, da ist eine Granate. Sie werden beschossen. Los, greifen wir ein. Oh, da oben ist auch einer. So, erstmal alle Truppen hier beseitigen. Oh fuck, ey. Das. Oh fuck. Los, Bewegung. Also meine Waffe ist doch sehr ungenau. Müssen wir uns hier echt mal beeilen. Ich will bloß nicht an zu viel Sachen vorbeilaufen. Wie zum Beispiel das hier. Da haben wir ein Datenpad. Gibt nochmal ein paar Credits. Da liegt nochmal ein bisschen Muni. Oh Gott, wo müssen wir denn jetzt lang? Da drüben. Hier hin. Alles in Ordnung? Der Eindämmungsschild hält, auch wenn sich das für unsere Patienten wahrscheinlich anders anfühlt. Mir geht's gut, Commander. Wahrscheinlich hat Cerberus einen Tipp bekommen, vielleicht von einem Maulwurf in der SDG, möglicherweise indoktriniert. Es würde ihr Bündnis mit den Turianern scheitern lassen. Das wird nicht passieren. Oh Mann. Treffen am nächsten Kontrollpunkt. Cerberus wird uns wohl angreifen. Oh fuck. So, ihr Pissköppe. Schnell zum nächsten Kontrollpunkt. Mit
euch. Und wir haben ein kleines Level abgehabt. So, wo geht's jetzt hier weiter? Da draußen. Oh je. Dickes Luftbattle hier. Sehr gut. Oh. Da gibt's auf jeden Fall noch was. Was sind Gegner? Stirb. Stirb. Oh, Granate, Granate, Granate. Lass mal nachladen. So. Schild weg. Garrus, mach was. So, der ist weg. Shepard. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Okay. Das war's. Weiter geht's. Immer schön nachladen. Und dann gucken wir uns hier nochmal noch schön um. Die Grafik gefällt mir dafür, dass das Spiel jetzt nicht so neu ist. Sieht Hammer aus. So, dann schauen wir uns mal hier weiter um. Cerberus meint es wirklich ernst. Ja. Die sind zu allem fähig. Yep. Es ist nur schwer zu verstehen. Yep. Immer zustimmen. Orion-Truppen, Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und den Zugang zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. So, meine Freunde der Sonne. Erstmal mit Splittergranitchen hin. Du machst mal deine Singularität und du machst eine Überlastung. Und dann völlig random hinfeuern. Garrus, geh mir aus dem Blick. Sie von vorne anzugehen ist vielleicht keine so gute Idee. Warum nicht? Vielleicht sollten wir sie lieber flankieren. Vielleicht, ja. Wir müssen die Geschütze ausschalten. Hä? Hier ist doch gar keiner. Verdammt, ich glaube, wir haben die Salarianer erwischt. Zum nächsten. So. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Bin ich? Hier durch die Tür, durch die wir nicht durchkommen. Okay. Aktivier das Ding. Alles klar. Briggs hat recht. Cerberus hat einen Hinweis bekommen. Die waren einfach zu schnell hier. Das ist wahr. Wir wurden, denke ich mal, verraten. Wie es der Salarianer-Salami-Typ da schon gesagt hat. Oh Mann. Hier drüben ist eine Treppe, Shepard. Gehen wir nach oben. Wirf mal ein Granitchen dahin. So. Wir schauen mal weiter. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas. Oh, das hat sich gerade noch im Stromausfall angehört. Hier oben sind noch welche. Na komm her. Du brauchst keine Granaten einwerfen. Komm mal her hier. Oh. Ich schaue mich erstmal nochmal oben um. Was? Ausschalten? Am Arsch ausschalten. Was ist denn hier los? Genau. Erstmal hacken. Okay. So. Ist der gerade eine Granate geworfen hier? Nein. Gut. Okay, sieht gut aus. Tschüss. Also im Nahkampf. Oder wenn es nicht so ganz weit entfernt ist, dann hat unsere Waffe eigentlich eine. So. Dann ist unsere Waffe eigentlich ganz gut. Commander, Cerberus hat die Energieversorgung unterbrochen. Sie müssen die Notfallsysteme umleiten. Genehmigung des Projekts wird empfohlen.
Okay. Tankstatus. Bin da. Suchen Sie das Energieterminal. Es müsste in der Nähe sein. Alle umsehen. In der Nähe muss es eine Stromversorgung geben. Vielleicht da hinten. Na, lauf da rum. Mann, jetzt lauf. Shepard, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Guck mal, hier ist noch was. Hier. Alles klar. Weiter. Reue, die Waffe brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Sie können uns jetzt durchbringen. Moment, Cerberus ist wieder da. Ich will jetzt aber schnell hin. Und mach hier an die Konsole-Typ. Sie dürfen nicht in die Nähe der Frau. Ja, das weiß ich selber. Bestätige. Weg da, mein. Die hauen wir hier alle weg, das kann ja so schwer sein. Ich muss ehrlich sagen, so eine Masse, wenn du nicht besonders großartig zielen musst, ist die Waffe ziemlich geil, die wir hier haben. Ich weiß eh nicht mehr. What the fuck? So, das war's. Jetzt aber. Mann, jetzt geht er nicht immer. Mach das hier. Wie geht es Ihnen? Der Eindämmungsschild wird schwächer. Wir können nicht mehr viel einstecken. Ich bin nicht Ihr Problem, Ihr Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Der nächste ist die Landezone. Wird Ordner Freak da sein? Er muss. Wir sehen uns dann oben. Oh, schon wieder welche. Also langsam gehen die mir auf den Sack. Kroganerin gefunden. Garrus, lauf mir doch nicht immer vor die Flinte hier. Kann so nicht arbeiten. So. Gut. Verschwinden wir von hier. Weiter geht's. Ich denke mal, dass wir jetzt hier irgendwo lang müssen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Die Frau ist auf dem Weg auf zum Landeplatz. Wenn sie das schaffen, gut. Mag ich sie am Ende vielleicht sogar. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier lang? Nee. Irgendwie nach oben. Wieder zurück? Vielleicht? Ah, sieht fast so aus. Wir sind fast wieder oben. Okay. Na dann, weg mit euch. So. Dann haben wir ein paar Granitchen. Ein bisschen Überlastung haben wir hier und Singularität haben wir auch. So. Mit Granaten zu schmeißen. So. Commander, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, das glaube ich auch. Pfeiler zum Autorisieren, Commander. Dann wird der Tank zur Landezone gebracht. Wir bringen sie weg von hier. Alles klar. Na ja, bin ja mal gespannt. Oh fuck. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Oh shit. Oh nein. Ich kann erst landen, wenn sie sich um den Neck gekümmert haben. Sonst ist es zu gefährlich. Ja, ist kein Problem. Mal oh, weg. Mal eben hier. Headshot. Halten, ich kläre das. Beschützen Sie die Kroganerin, sie ist da oben ungeschützt. Commander Shepard, der Eindämmungsschild. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben noch ein paar Splittergranitchen, wir haben
Überlastung. Singularität wird, glaube ich, nicht so viel bringen, aber wir versuchen es trotzdem mal. Vielleicht können wir ihn klatschen. Cerberus hat noch nie fair gespielt. Das war ja leicht. Ja, aber Vorsicht. Es sind noch so. Der ist mir doch egal. Das ist mir doch egal. Ach, da oben. So. Ja, lande doch. Nicht quatschen, machen. Na siehste, geht doch, Happy End. Ich war nicht sicher, ob sie das hinkriegen, Shepard. Hallo? Beeilen wir uns. Zweifel nicht an uns. Ich übernehme jetzt. Ja. Kroganerin. Ich bin nicht ihr Eigentum, Louis. Hat ein bisschen was von der Hummel. Der hat nicht lange genug durchgehalten. Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Deagle. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant, gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Okay. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Naja, siehst du, haben wir auf jeden Fall ein bisschen was geschafft wieder. Sieht schon ein bisschen geil aus. Die Frau ist in Sicherheit. Um die Heilung ihres Volkes können wir uns später kümmern. Sie steigen nicht aus, Turianer. Aber Pelevan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Keine Verhandlungen. Jeder Kroganer bekommt das Heilmittel oder Pelevan brennt. Wix, wie lange wird das Heilmittel brauchen? Ich brauche noch viel Zeit, um aus dem Gewebe der Frau ein Antigen als Basis zu synthetisieren. Ich brauche eine Gewebeprobe eines gesunden Kroganermannes. Ich gebe Ihnen eine. Die Heilung beginnt mit mir. Also gut, Sie müssen aber für die Prozedur an Bord der Normandy bleiben. Bleibe sowieso. Niemand berührt meine Frau. Aha.
Ein Heilmittel, das bei allen Kroganern wirkt? Oh je, schaffen Sie das denn? Eine 2000 Jahre alte Sterilitätsseuche unwirksam machen? Klar. Wie soll das gehen? Genau für die Entdeckung dieser Details brauche ich Zeit. Diskussionen über Politik bringen uns jedenfalls nicht weiter. Na dann, go, go, Gadget. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Falls Sie mich brauchen, ich bin in Ihrer Krankenstation und mache Tests mit Eva. Eva? Ein Name aus Ihrer eigenen Mythologie. Er hat passende Konnotationen und ist respektvoller als Kroganerin. Sie hat uns Ihren richtigen Namen nie gesagt. Sprechen Sie mal mit ihr. Sehr erhellend. Und, ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Wenn Sie mit den turianischen Problemen fertig sind, Shepard, müssen wir reden. Worüber? Einer meiner Trupps wird vermisst. Ich gebe Ihnen die Details. Unter vier Augen. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale. Gesprächsbereit. Tja, alles klar. Die haben sich aber auch ganz schön zickig, Mensch. Aber auf jeden Fall nochmal gut Punkte kassiert. Ein paar Truppen vielleicht mehr an unserer Sorte. An unserer Seite, nicht an unserer Sorte. Schauen wir doch einfach mal nach. Guck mal hier. Sieht da gut aus. Alien, haben wir noch eine Terminusflotte. Bei der Allianz haben wir auch wieder ein paar mehr. Und zwar die 5. Flotte der Allianz ist neu. Ja, und das war's. Ist also noch nicht so die Welt. Wie gesagt, hier bei dem Strich, das ist das absolute Minimum. Wir brauchen aber um einiges noch mehr. Und wie es natürlich weitergeht, das erfahrt ihr anschließend in der nächsten Folge, die ja dann morgen wie immer um 16 Uhr für euch erscheint. Also macht's gut, bis denne und tschaußen.